Patrick Schmidt, was waren deine Gründe, doch beim FC Homburg ein weiteres Jahr dran zu hängen? Homburg hat mich letztendlich überzeugt. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben einen super Trainer. Und ich möchte nächstes Jahr ein Teil dieser Mannschaft sein mit dem bestmöglichen Erfolg. Der bestmögliche Erfolg ist aus deiner Sicht, was ist möglich? Was letztendlich möglich ist, muss man dann sehen. Wie gesagt, eine gute Mannschaft haben wir. Ich denke, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und als Mannschaft zusammenhalten. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Du willst dich also nicht irgendwie platzierungsmäßig festlegen, was machbar ist? Nee, wie gesagt, es ist wichtig, dass wir als Mannschaft zusammenhalten. Wir dürfen uns jetzt auch nicht zu sehr unter Druck setzen und dann einfach von Spiel zu Spiel schauen. Okay, Dankeschön. Murat Bildirici, einer der Neuzugänge beim FC Homburg. Nach einem solchen Jahr beim SV in Zweibrücken, mit welchen Erwartungen gehst du jetzt zu einem Spitzenmannschaft wie den FC Homburg? Ja, erstmal, dass ich hier fit werde, dann, dass ich an meine Leistungen drangehe und ich versuche das Beste hier draus zu machen. Das ist eine große Chance für mich und ich will mich dieses Jahr auf jeden Fall zeigen. Jens Kiefer sagt, du hast deine Stärken im 1:1-Spiel und in der Offensive. Wo siehst du deine Position in der Offensive? Ja, links außen. Links außen, aber kann auch vorne in der Spitze oder auf der 10, 6er kann ich auch spielen. Das ist für mich kein Problem. Wie kam der Kontakt zum FC Homburg zustande? Nach dem Spiel, direkt. Nach dem letzten Spiel in Zweibrücken? Genau, ja. Alles klar. Dankeschön. Vorsitzender Herbert Eder kann sehr zufrieden sein, denn der Stamm bzw. fast der gesamte Kader konnte gehalten werden für die nächste Saison. Ja, das stimmt. Unsere Planung war schon im Dezember in die Vorbereitung gegangen. Unser Ziel war, die Mannschaft im Wesentlichen zusammenzuhalten, punktuelle Verstärkungen oder Ergänzungen zu erreichen. Das ist uns gelungen. Wir hatten also praktisch schon in den ersten Monaten des neuen Jahres den Kader im Wesentlichen stehen und die Ergänzungsspieler waren auch relativ frühzeitig gefunden worden und mit Patrick Schmidt ist eigentlich die letzte Lücke geschlossen worden. Mit welchen Erwartungen gehst du persönlich in diese Saison? Die Erwartungen sind, nachdem wir uns in dem letzten Jahr der Regionalliga ja doch stabilisiert haben, natürlich bei der Mannschaft, bei dem Umfeld, vielleicht auch bei der Vorstandsebene gestiegen. Und ich würde sagen, wenn alles gut läuft, dann werden wir mit Sicherheit im Bereich der ersten Plätze eine tragende Rolle spielen. Das heißt also, der FC Homburg kann um die ersten zwei Plätze mitspielen? Wenn wir verletzungsfrei bleiben und wenn unsere Mannschaft das abruft, was sie kann, werden wir mit Sicherheit die Möglichkeit haben, innerhalb der ersten zwei Plätze uns zu platzieren. Alles klar, vielen Dank. Jens Kiefer, nach 4,5 Wochen geht es wieder los mit, wie sieht die ersten Tage aus vom Training? Ja, zuerst mal haben wir 4,5 Wochen Urlaub hinter uns. Ich glaube, so wie ich mal die Spieler betrachtet habe, hat jeder auch was getan. Wir freuen uns jetzt, dass es wieder losgeht. Wir haben viele bekannte Gesichter dabei, 4, 5 neue Gesichter. Ich bin sehr, sehr froh, dass viele Spieler des letztjährigen Kaders noch hier sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die ersten Tage, wir werden heute ein normales Auftakttraining machen, werden diese Woche noch einen Laktattest haben, werden sonst nur trainieren und haben noch ein Fest am Stadion, das Inklusionsfest, das für den Verein sehr wichtig ist. Thomas Höchst hat es sehr, sehr gut organisiert, muss man sagen. Und da bin ich guter Dinge, dass das eine tolle Sache wird und das werden die nächsten 3, 4 Tage sein. Ansonsten wird nicht viel passieren am Anfang. Patrick Schmidt hat am Montag den Vertrag jetzt doch verlängert. Das war natürlich ein riesen Meilenstein in Sachen Offensivkraft für den FC Homburg. Ja, natürlich sind wir sehr froh, dass Patrick verlängert hat. Wir haben die ganze Zeit die Hoffnung eigentlich nicht aufgegeben, muss ich sagen. Ja, Patrick hat auch andere Möglichkeiten gehabt, auch eine Klasse höher die Möglichkeit gehabt. Wir waren immer dran, wir waren dran an ihm, wir sind sehr, sehr zufrieden. Jetzt, dass er doch bei uns bleibt und im Endeffekt haben wir damit mit Patrick, mit Kai unseren Sturm gehalten und können damit auch gut gerüstet in der Offensive in die Runde gehen. Der Kader hat jetzt 20 Spieler.
Du hast gesagt vor ein paar Tagen zu mir, ein, zwei Spieler könnten noch dazukommen. Wie sieht es da aus? Ja, wir sind 18 Feldspieler, zwei Torhüter, die den Vertrag haben für kommende Saison. Immer noch offen ist Nico Zimmermann und Matteo Tempone. Ich sage ganz, ganz klar, ich hätte gerne beide im Kader. Das wird sich auch hoffentlich spätestens nächste Woche entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Ich bin aber da guter Dinge. Und ja, mit 22 Spielern wären wir sehr, sehr gut aufgestellt. Man weiß nie, was in der Vorbereitung passiert, Verletzungen, ob man irgendwo nachlegen muss. Man weiß nie, ob irgendwo ein Spieler auftaucht, wo finanzierbar ist und der uns auch wirklich dann weiterbringt. Ich glaube, in die Breite brauchen wir, wenn es so ist, dass diese beiden auch noch bleiben, nicht mehr viel zu machen. Wenn wir dann jemand holen, dann nur jemand, der uns verstärkt, wirklich verstärkt und auch, ja, wie gesagt, finanzierbar ist. Man muss auch immer dies im Hintergrund behalten, ob wir überhaupt die Möglichkeiten haben, noch was zu machen. Du hast gesagt, Finanzierbarkeit, das geht ja in erster Linie auch für den Nico Zimmermann, der ja noch einen Vertrag beim SV Elversberg hat. Das heißt also, der Vertrag müsste dort erstmal aufgelöst werden und dann müsste Nico dann auch irgendwie finanzierbar sein. Ja, ab 1.7. läuft sein Vertrag in Elversberg wieder. Wir haben, gut, er kann bis 1.7. sowieso bei uns mitmachen und wir haben mit Elversberg vereinbart, wenn bis dorthin nichts geschehen ist, dass er auch eine Trainingsgenehmigung bei uns erhält, Trainings- und Gastspielgenehmigung bei uns erhält, weil die Seiten sind eigentlich so weit klar, dass wir ihn behalten wollen, aber ja, da spielen halt dann irgendwo auch vertragliche Dinge eine Rolle und da möchte ich jetzt auch nicht viel zu sagen, weil es einfach absolut offen und absolut in der Schwebe ist im Moment. Ist es denkbar, dass er weiter ausgeliehen wird? Wie gesagt, da will ich jetzt im Moment gar nicht viel dazu sagen. Muss man sehen, was wir machen können und muss man auch sehen, wie weit Elversberg da entgegenkommt. Wie sieht es aus bei Tempone? Ich denke, dass wir das über die Bühne bekommen, so wie es aussieht. Aber ja, im Endeffekt sollte man erst was fix machen, wenn es auch irgendwo der Vertrag unterschrieben ist. Ein paar Worte noch zu den 5 bisher feststehenden Neuzugängen. Ja, zuerst mal mussten wir Kevin Broll ersetzen. Kevin hat den Vertrag gekündigt, hatte das Recht bis 15. Mai den Vertrag zu kündigen. Das hat er getan, wechselt nach Groß-Asbach. Absolut okay so, das ist auch absolut okay gelaufen, muss man sagen. Ich bin froh, dass wir mit Tobias Trautner einen Ersatz gefunden haben, relativ schnell, der ja auch ein junger Torhüter ist, auch mit viel Talent gesegnet ist und Kevin ersetzen wird und hoffentlich auch Druck ausüben wird auf unseren Stammtorhüter. Murat Bildirici, SV Zweibrücken, ja, kenne ich jetzt schon einige Jahre, auch von seiner Jugendzeit noch, ja, U16 bis U19, U15 bis U19, glaube ich, Nationalspieler gewesen, für Deutschland Riesentalent gewesen. Er muss jetzt bei uns den Schritt machen, irgendwo von einem schludrigen Talent zu einem Profispieler. Er muss den Schritt machen zu einem Spieler, der uns weiterbringt. Deswegen haben wir ihn verpflichtet und ich setze da schon Hoffnung in ihn, dass er diesen Schritt macht. Und er hat natürlich sehr, sehr großes Potenzial, gerade in 1-gegen-1-Situationen nach vorne. Er ist flexibel einsetzbar in der Offensive und ich hoffe, dass er uns dementsprechend auch in der Offensive verstärkt. Zum Abschluss noch die Frage, was ist möglich für den FC Homburg platzierungsmäßig? Was ist möglich? Wir waren dieses Jahr Sechster, haben 57 Punkte geholt. Natürlich wollen wir besser abschneiden wie letzte Saison, wobei ich ja heute zum ersten Training auch nochmal sage, die letzte Saison war, glaube ich, die beste Saison des FC Homburg die letzten Jahre. So viele Punkte in dieser Klasse hat der Verein nicht genommen die letzte Zeit. Deswegen sage ich 57 Punkte plus, wenn du ganz vorne dabei sein willst, musst du 10 mehr haben. Sage ich mal so Pi mal Daumen, man weiß es ja nie, dann muss man abwarten, wie die anderen Vereine noch aufrüsten, was bei den anderen Vereinen noch dazukommt. Aber unser Ziel ist ganz klar, besser abzuschneiden, noch besser abzuschneiden und noch einen Schritt nach vorne zu machen. Wir haben letztes Jahr einen Riesenschritt mit einer komplett neuen Mannschaft nach vorne gemacht und das wird auch das Ziel sein, die nächste Saison.
Es ist auch sicherlich ein Vorteil, dass wir praktisch eine eingespielte Mannschaft haben gegenüber anderen Mannschaften, die vorne stehen. Ja, wir haben eine eingespielte Mannschaft, aber wenn man Elversberg betrachtet, die haben auch den kompletten Kader behalten, bis auf zwei Spieler. Da ist, aber auch einen neuen Trainer. Da ist nur Timo Wenzel eigentlich als Stammspieler weggebrochen. Saarbrücken hat eine eingespielte Mannschaft, also dieser Vorteil ist nicht ganz so groß gegenüber, sage ich mal, den zwei Top-Favoriten auch nächste Saison. Und ja, wir haben eine Mannschaft, die mit Sicherheit sich schon kennt, punktuell auf ein, zwei Positionen neu ist. Das werden wir sehen und ich denke schon, dass wir dadurch auch nicht die ganz großen Anlaufprobleme haben. Alles klar. Dankeschön.